In diesem Beitrag sehen Sie, wie wir mit WPS Maker eine komplette Schweißanweisung in weniger als 10 Minuten erstellen. Wir beginnen mit einem neuen Dokument, welches auf dem Schreibtisch des WPS Makers nach Drücken der Taste Neu erscheint. Es handelt sich hier um einen What You See is What You Get Modus, das bedeutet, jede Eingabe kann man sofort auf ihre Wirksamkeit kontrollieren. Als erstes bearbeiten wir die Kopfdaten des Dokumentes. In diesem Fall geben wir als Bezeichnung Stumpfnaht 20 mm ein. Wenn wir mit OK bestätigen, können wir das Ergebnis sofort kontrollieren. Bei den Stammdaten können wir zum Beispiel den Ort eingeben, den Namen der Schweißaufsicht und zum Beispiel eine Eingabe für die Vorbereitung der Schweißnaht, für die Bearbeitung der Wurzellage. Hier kann man unter vorgegebenen Werten auswählen oder auch eine eigene Eingabe durchführen. In unserem Fall schweißen wir mit zwei identischen Grundwerkstoffen auf der linken und auf der rechten Seite. Dementsprechend ist das Häkchen hier angekreuzt. Wir können den Stahlwerkstoff aus einer Datenbank von mehr als 4000 Werkstoffen auswählen und können auch nach entsprechenden Bezeichnungen suchen. In unserem Fall zum Beispiel nach einem S275J2G3, den wir auch in der Datenbank finden. Wir wählen nun aus, welche Werte wir übernommen haben möchten, bestätigen mit OK und sehen, dass das richtig durchgeführt wurde. Die Blechdicke wird aus der Schweißnahtskizze übernommen, darum müssen wir uns jetzt nicht kümmern. Die Schweißposition legen wir mit PA fest. Durch Drücken der Taste OK werden die Daten in das Dokument übernommen und können sofort kontrolliert werden. Als nächstes legen wir die Schweißnahtskizze fest. Auch hier doppelklicken wir auf den entsprechenden Bereich. Wir wählen eine Stumpfnaht aus. Auf der linken Seite ein X, auf der rechten Seite ein X. Wir legen den Spalt mit 3 mm fest, die Blechdicke mit 20 mm. Die Naht ist symmetrisch, darum wählen wir eine Nahtmitte von 10 aus. Den Öffnungswinkel legen wir auf jeweils 25 Grad fest und den Steg belassen wir bei 2 mm. Wir bestätigen mit OK und passen die Zeichnung vorher noch optimal mit der Zoom-Funktion an das zur Verfügung stehende Fenster an. Die Zeichnung ist übernommen und ist maßstabsgetreu. Nun legen wir die Schweißfolge fest. Auch hier doppelklicken wir den entsprechenden Bereich und legen nun die einzelnen Raupen fest. Diese werden jeweils mit 3 Mausklicks definiert. Die Wurzellage, anschließend die Fülllagen und die Decklagen. Wir bestätigen wieder mit OK und sehen, dass die Werte entsprechend übernommen sind. Wir können auch noch eine Bemerkung eingeben, zum Beispiel vor dem Schweißen der Gegenlage ausschleifen. Als letztes müssen wir noch die Schweißparameter festlegen. Dies machen wir im Bereich Einzelheiten. Auch hier mit einem Doppelklick öffnet sich das entsprechende Dialogfenster. Wir wählen den Schweißprozess aus, in unserem Fall das Metallaktivgasschweißen und legen nun die Schweißparameter für die Raupe 1 bis 1, also die sogenannte Wurzellage, fest. Der Schweißzusatz kann auch hier entweder frei eingegeben werden oder aus einer Datenbank übernommen.
Den Drahtdurchmesser geben wir mit 1,2 mm an. Wir schweißen am Pluspol. Der Schweißstrom beträgt 140 Ampere. Wir können aber auch einen Bereich festlegen. Die Schweißspannung beträgt 19 bis 20 Volt. Die Schweißgeschwindigkeit beträgt 18 cm pro Minute und die Drahtverschubgeschwindigkeit beträgt 3,8 Meter pro Minute. Auch das Schutzgas wählen wir entweder aus einer Datenbank aus oder können auch ein eigenes Gas festlegen. In unserem Fall ein M21 mit 8218. Die Gasmenge beträgt 15 Liter, die Vorstromzeit 1 Sekunde, die Nachstromzeit 2 Sekunden. Wir können noch einen Kontaktrohrabstand angeben, zum Beispiel 8 bis 12 mm für den Kurzlichtbogen. Der Werkstoffübergang ist Kurzlichtbogen und der Gasdüsendurchmesser beträgt 12 bis 14 mm. Somit ist die Wurzellage definiert und wir kommen zu den Fülllagen. Jetzt müssen wir nicht mehr bei 0 anfangen, sondern können die vorliegende Raupe duplizieren. Diese Werte gelten nun für die Raupen 2 bis 4. Es handelt sich um Fülllagen, um eine Strichraupe. Der Schweißstrom beträgt 310 Ampere. Die Schweißspannung beträgt 29 Volt. Die Schweißgeschwindigkeit beträgt 43 cm pro Minute. Die Drahtvorschubgeschwindigkeit beträgt 9,5 Meter pro Minute. Am Kontaktrohrabstand ändert sich etwas aufgrund des Sprühlichtbogens, und zwar 12 bis 14 mm pro Minute. Und wir haben einen Sprühlichtbogen. Somit sind die Fülllagen definiert. Jetzt kommt nur mehr die Decklage. Wir duplizieren die aktuelle Raupe wieder. Die Werte gelten jetzt von 5 bis 6. Es handelt sich um Decklagen. Wir ändern nur mehr etwas an der Schweißgeschwindigkeit. Mit 39 cm pro Minute sind mit unseren Eingaben fertig. Wir bestätigen mit OK und stellen fest, dass die entsprechenden Daten sauber übernommen sind. Jetzt fehlt nur mehr das Speichern des Dokumentes, das anschließende Ausdrucken oder das Versenden per E-Mail. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.